Ja, wir befinden uns hier in der Eisenbahnstraße in Leipzig und wir haben die jetzt zur Gefahrenzone erklärt. Die Polizei hat ja hier einen Kontrollbereich eingerichtet, weil es ständig zu starker Kriminalitätsentwicklung durch Ausländer kommt. Die Eisenbahnstraße ist ein Synonym in Sachsen für die Verausländerung unserer Großstädte. Die Gegend hier hat einen Ausländeranteil von über 30% heute schon. Und wir sind gespannt, wie sich dieser Kontrollbereich, den Polizeipräsident Bernd Merwitz hier ausgerufen hat, auswirken wird. Wir sind skeptisch, denn es ist nur ein Herumdoktern an den Symptomen. Es kommt hier zu Messerstechereien, zu Gewalttaten, zu Beleidigungen, zu Vergewaltigungsversuchen. Und das sind Zustände, die wir als NPD nicht akzeptieren können, die wir nicht akzeptieren wollen. Und deshalb ist es wichtig, am 31. August die NPD im Sächsischen Landtag zu stärken mit ihrer Stimme, mit ihrer Zweitstimme, um die ich Sie ganz herzlich bitte.